Am heutigen Abend. Mein Name ist Kirsten Maas-Albert. Ich arbeite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung seit vielen, vielen Jahren als Referatsleitung Afrika. Aber ich arbeite auch sehr viel, auch seit vielen Jahren und schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise zu Themen, internationale Themen der Migration und Flucht. Und ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier willkommen zu heißen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns, dass so viele das Thema des heutigen Abends für relevant halten und zu uns gefunden haben. Stecken wir den Kopf in den Sand oder haben wir die klima- bzw. umweltbedingte Migration im Blick? Denken wir, dass die Klimakrise eine Frage globaler Gerechtigkeit sein muss und wir in Deutschland und Europa einen Beitrag dazu leisten können? Oder schauen wir weg, weil uns die anderen und ihr Schicksal egal ist? Oder weil in der eigenen Gesellschaft so viel Gegenwind weht und populistische Kräfte das Thema umdrehen könnten. Klimawandel ist und bleibt eine Realität. Wie viele Menschen auf dieser Erde ihr Heim und ihre Heimat verlassen müssen und verlieren, weil sie überflutet werden oder weil der Boden vertrocknet, kurz ihre Lebensgrundlagen verloren gehen, ist schwer zu beziffern. Auch sind die Gründe, warum sich Menschen in Bewegung setzen, oft vielschichtig und vor allem dynamisch. Dennoch erscheint es uns notwendig, beides zusammenzudenken, um verantwortungsvoll vorbereitet zu sein auf das, was mit großer Sicherheit eintreten wird. Mehr Datenerhebung und Forschung sind gefragt, Wissen also und Ideen auch, und gerade um umweltfokussierte Migrationspolitik zu formulieren und dann alle Widerstände einkalkuliert, so gut zu kommunizieren, dass diese national und international mehrheitsfähig werden. Ich freue mich daher auf ein sehr interessantes Panel am heutigen Abend, das Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringt, und übergebe gleich an Andrea Dernbach, Journalistin beim Tagesspiegel, die die roten Fäden am heutigen Abend spinnen wird. Nicht ohne mich zu bedanken ganz herzlich bei Dr. Ali Nobel Ahmed, der die Idee zu dem Ganzen hatte, nämlich Wissenschaftler aus vielen Regionen dieser Welt einzuladen. Wir haben in den vergangenen zwei Tagen sehr intensive Workshops erlebt, wo Forschungsarbeiten das Thema betreffend vorgestellt wurden. Einige von den Wissenschaftlern sind heute Abend unter uns und im Publikum. Also vielen Dank, Ali, für die Motivation. Das liegt schon eine Weile zurück und heute Abend ist einer der wesentlichen Events dieser Woche. Wir werden morgen auch in den Bundestag gehen und dort mit Bundestagsabgeordneten und ihren Mitarbeitern sprechen. Und ich möchte sehr herzlich danken dem Leibniz-Zentrum Moderner Orient für die gute Kooperation und meinen Kolleginnen Beate Adolf, Julia Alfandari für die gute Vorbereitung. Vielen Dank und viel Interesse. Andrea. Danke, Kirsten, für die schöne Einführung. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Andrea Dernbach, Tagesspiegel, wurde schon gesagt. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Migration. Ich bin, anders als das Panel hier, keine Expertin für den Zusammenhang mit Klimafragen. Aber eines habe ich in den letzten 10 Jahren ganz klar gelernt, dass unser Regelwerk, und dazu werden wir nachher auch von Ihnen, Abi, dann was hören, gar nicht mehr so richtig ausreicht, um die vielen Gründe, die Migration hat und eben auch diesen starken Anteil der Klimaflucht, der klimabedingten Flucht, überhaupt zu beantworten. Und wie eben Kirsten Maas-Albert schon sagte, es wird auch immer schwieriger. Ich habe jetzt die Ehre, hier durch den Abend zu führen. Nebenbei, zu diesem Abend gehört auch, dass Sie nachher Gelegenheit, hoffentlich ausreichend Gelegenheit haben. Ich werde versuchen, darauf zu achten, dass Sie Fragen stellen ans Panel und davon profitieren, dass hier so viele sitzen, die einfach richtig gut Bescheid wissen. Ich habe mich gefreut, als ich einen Auftrag bekam, eine Ehre, und dann habe ich mich vorbereitet und habe gedacht, das ist eigentlich auch eine Bürde. Migration und Klima. Klimawandel haben wir lange gesagt, inzwischen sagen wir lieber Klimakatastrophe oder Klimakrise, sind solche Riesen, ich würde auch sagen Probleme, sagen wir nicht immer Herausforderungen, es liegen einfach wahnsinnige Felsen da im Weg. Und wir haben es auch vor allen Dingen mit einem Riesen der globalen Ungerechtigkeit zu tun. Also ich nenne jetzt nur mal zwei, tipp das nur mal an.
52 Länder sind nach Expertinnenmeinung möglicherweise davon betroffen, dass sie ganz oder teilweise untergehen durch den Anstieg der des Meeresspiegels. Das ist enorm. Und das wird, und wir prognostizieren, oder nein, nicht wir Experten prognostizieren, falls wir auch nur dieses berühmte 2-Grad-Ziel, also unter 2 Grad Erwärmung einhalten, würde das schon 250 Millionen Klimaflüchtlinge produzieren. Immer im Gedanken daran, dass die Motive, wie Kirsten Maas-Albert schon sagte, sehr, sehr gemischte sind. Wir sind aber nach Meinung der UN, also des Klimarats, im Moment eher auf dem Weg zu 3,2 Grad Celsius Anstieg. Das ist eine. Ich habe Gerechtigkeit erwähnt. Der Süden hat in den letzten 150 Jahren, also wir können ja von der Industrialisierung ausgehen, praktisch nichts zu dieser Klimakrise beigetragen, wird aber ganz massiv diesen Preis zu zahlen haben. In Flucht, jetzt schon Ressourcen, Kriege, Konflikte. Und man kann vielleicht hinzufügen, obwohl wir in diesem Teil der Welt massiv schuld sind, schotten wir uns mehr denn je ab, je sichtbarer diese Krise wird. Jetzt habe ich aber verdammt viel Heikles, Schwieriges, Problematisches gesagt. Dr. Nobil Ali Ahmad wird uns hoffentlich jetzt auch ein paar Wege aus der Krise insofern aufzeigen. Wir versuchen es ja heute den ganzen Abend alle miteinander, als er 2 Tage Workshop hinter sich hat und hier die schöne und auch anstrengende Aufgabe haben wird, so ein bisschen zusammenzufassen, was an diesen 2 Tagen schon rausgekommen ist und sozusagen Futter zu geben. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Die große Vorstellungsrunde mache ich danach, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Herr Dr. Ahmad ist Forscher über Klima und über Migration, historischer Forscher auch, ist seit einigen Jahren hier am wunderbaren, aber leider schrecklich abgelegenen, für meine Begriffe, in der grünen Hölle Berlins gelegenen Zentrum Moderner Orient. Und als ich eben noch auf die Website guckte, sah ich, im nächsten Juni macht Ihr Institut ja auch eine Konferenz, die hat den wunderbaren Titel, ich muss nochmal nachsehen, Making Sense of Climate Change. Also das ist das Maximum an Optimismus. Wie können wir der Klimakrise einen Sinn geben? Ich hoffe, Sie können uns schon ein bisschen was davon sagen. Das Wort ist Ihres. Thank you very much. Zuerst ganz herzlichen Dank und danke, Kirsten, für und die Heinrich-Böll-Stiftung, dass Sie diese Initiative unterstützt haben, um einen Dialog zu schaffen zwischen Entscheidungsträger und dem Publikum. Und ich hoffe, dass das wird nur die erste von vielen Austauschen zwischen ZEMA, diesem Forschungsinstitut, wo ich zurzeit bin, und Heinrich Böll. So, vielen Dank an die andere Panelisten, die hier sind. Und ich bin überzeugt, dass das ist der Grund, dass das Publikum so zahlreich ist. Und ich weiß das auch zu schätzen und dass die Druck unter den wir setzen, damit wir mussten einen progressiven Ansatz zur Migration. Also in Deutschland, das ist keine kleine Sache zurzeit. Also es hat auch personenbezogene Risiken. Also es ist eine Sache, die Diskussion zu führen, hinter geschlossenen Türen oder auf Universitätscampus zum Beispiel. Aber es ist eine andere Sache, mit dem Publikum direkt zu sprechen und Leute versuchen zu überzeugen, dass sie müssen progressiver Immigrationspolitik zur Entwicklung. Und wir hatten Experten gehabt, über die letzten 2 Tage von verschiedenen Regionen der Welt, von Lateinamerika, von Afrika. Und wenn sie nicht von diesen Ländern stammen, dann arbeiten sie auch dort, von Asien auch, von vielen akademischen Hintergründen. Also wir hatten auch juristische Experten, also Soziologen, Anthropologen und Geschichtsexperte und Expertinnen, die waren. Also wir haben den gefragt, zu forschen die Beziehung zwischen Klimawandel und Migration und im weiten Sinne
Sie werden festgestellt haben, dass wenn Sie den Titel, also wir haben Klimagerechtigkeit, also dieses normatives Element da drin, also wir werden aufgefordert, über dieses Thema kritisch zu denken. Und ich glaube, wie man erwarten könnte, wir hatten sehr verschiedene Meinungen gehabt. Also ich könnte nicht sagen, dass wir haben eine Serie von Anforderungen gehabt oder. Aber es ist durchaus möglich, diese Diskussion in zwei Fäden zu teilen. Und einer davon ist vertreten von Avedan, und Sie werden davon ganz, und er ist Jurist in Großbritannien. Und dies sind die Leute, die diese Diskussion als längst überfällig, eine Gelegenheit, um eine Reihe von Politik voranzutreiben, dass es gibt ein Vakuum in dem internationalen Regelwerk, dass die Migration und Vertreibung von Leuten durch Klimawandel und diese Zerstörung von Ökosystemen, also wir müssen diese Lücken füllen, also juristisch angesehen. Wir hatten sehr interessante Vorträge über die Institutional Aspekte gehabt. Also eine Frage wäre, also brauchen wir neue Institutionen überhaupt? Und ich glaube, dass die Schlussfolgerung von den verschiedenen Vorträgen von Avedan und von anderen, wir brauchen nicht unbedingt bessere Institutionen, aber eine bessere Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und dass die Natur des Problems sehr komplex ist, dass die Leute müssen denken über es könnte auch mit ILO und auch mit IOM. Also Zusammenarbeit zwischen den Institutionen. Und wir brauchen auch viel Geld noch dazu. Und Avedan, also ich glaube, dass er Pfade sehen kann, um Lösungen zu finden. Und er wird auch dann ein bisschen darüber sprechen. Also ich glaube, ich wollte die Leute kategorisieren als die existierende internationale Regelwerke, also liberale Institutionen, die wir bereits haben. Und wir hatten eine philosophische Verteidigung von Liberalismus, und das können wir rechtfertigen aus philosophischen Gründen. Aber ich glaube, dass wir brauchen mehr als nur Politik. Wir brauchen eine Philosophie, wir brauchen einen Grund dafür. Und damit man mit den Leuten da kommunizieren kann. Und das war eine Verteidigung der liberalen Tradition von Europa, wie John Rawls. Also ich glaube, dass es gibt ein kompliziertes Argument über, ob das ausreichend oder nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht, weil natürlich dann die Märkte wie China nicht dran glauben. Aber ich glaube, dass das Liberalismus muss neu gedacht werden. Also insbesondere, also ich habe viel meines Lebens, also ich habe Liberalismus kritisiert, aber jetzt, als ich die Alternative anschaue, vielleicht das ist gar nicht so schlecht. Also vielleicht sollen wir alles, was gut ist am Liberalismus, sollen wir zu. Also natürlich hat es natürlich das ökonomische Liberalismus, das ist auch eine Quelle der Probleme. Aber es gibt auch progressive Aspekte, die wir ausnutzen könnten. Aber ganz kurz, also es gibt auch Studien und Kontexte, die diskutiert werden. Und bevor ich jetzt ins Detail gehe, ich wollte der andere Fehler erwähnen, ist mehr skeptisch, also die Akademiker, also die Sozialwissenschaftler, die sind ein bisschen nervös über Politikentscheidungen, die mögen nicht diese vertikalen Entscheidungsprozesse und die Klimaflüchtlinge, also aber dann würde ich sagen, also kann mit diesem Thema arbeiten, man kann gute Sachen damit. Aber andere waren nicht so sicher über diesen Begriff. Und wenn Sie die Literatur anschauen, es gibt sehr viele Leute, die sich beschreiben würden, die skeptisch gegenüber Klimaflüchtlingen sind. Und dass die, also man kann nicht umweltliche oder Klimafaktoren von anderen Gründe zur Migration. Also die würde sagen, dass diese Analyse fehlerhaft ist. Und also die politische Auswirkungen dafür sind problematisch, weil wenn die Leute
Weil wenn die Leute, dann, man gibt die Leute dann einen Vorwand, um zu sagen, dass wir haben nichts getan, das war das Klima. Und dann ist auch dann das Problem falsch darstellt. Und ich werde Ihnen dann ein konkretes Beispiel. Also die Überschwemmungen in Pakistan habe ich, das wird sehr nah gesehen. Ich bin in einem Ort gegangen und es war klar gewesen, dass die Leute, die impactiert worden sind, natürlich haben die Überschwemmungen mit dem Klima zu tun. Aber also die Wassermengen, die da waren, hätten eigentlich durch den Damm passen. Das war diese Infrastruktur vor Ort. Und ist nicht durch diese Infrastruktur gegangen. Und die haben eine Brücke gebaut und die Bevölkerungen, die überschwommen worden sind, waren natürlich die Ärmsten. Und die würden sehr dicht Bevölkerungen und die reicheren Leute mit viel Land auf der anderen Seite des Flugs. Die Frage des Eigentums, also Grundeigentums, das war wichtiger. Die haben nicht über Klima, die haben über die Verteilung von Land und von Armut haben sie diskutiert. Das war viel wichtiger für sie. Und also nach einiger Kritik ist das Problem falsch dargestellt. Aber vielleicht mögen Sie den Begriff, aber das wird auch missbraucht und es gibt auch andere Sachen, die dahinter stecken. Aber diese Festung Europas, und das haben wir gesehen in den 90er Jahren, wo das wird gebraucht als einen Weg, als ob die Mobilität war irgendwas, das wir irgendwie stoppen können, dass es irgendwie unnatürlich wäre, dass Mobilität als pathologisch angesehen wird seit zwei Jahrzehnten. Das wird nur ein anderer Vorwand, um das zu stoppen. Wir haben das gesehen, also Krieg gegen Trafficking und so, was, also da müssen wir gegen diese Trafficking und das meint eigentlich Kontrolle zur Migration, dass wir arbeiten mit diesen autoritären Regimen, um die Migrationen zu halten. Also habe ich noch zwei Minuten, oder? Also sagen Sie mal. Ja, drei. Also perfekt. Ich werde mich anpassen, kein Problem. Also das wird das nur noch einen weiteren Aspekt von industriellen Komplex, die es entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, wo man hat Frontex und ganze Menge von Institutionen, die geschaffen worden sind, die ihr eigenes Agenda haben, um die Klimavertriebenen aufzuhalten. Und das ist eine Sorge von Leuten, die mehr skeptisch sind. Aber im Schluss, also irgendeine Perspektiven aus den Diskussionen. Eine Sache ist klar, ob Sie diesen Begriff mögen oder nicht, aber alle Maßnahmen, die ergriffen worden sind, müssen flexibel sein, muss kontextuell und muss sehr sorgfältig angewendet sein und auf eine integrierte Art und Weise. Noch ein Beispiel von Pakistan. Die Vertriebene, die ich gesehen habe in 2010, als ich zurückgekehrt bin in 2015, die waren rehabilitiert und die sind zurückgezogen. Aber es war merkwürdig, diese Modelldörfer zu sehen. Und die waren alle leer. Die waren alle total leer und nutzlos. Und wir haben eine andere Studie gesehen in Afrika, in einem anderen Kontext, wo Leute haben nicht aufgepasst auf die traditionelle Motive für Mobilität und die Klimavertriebene. Also wenn die Politik nicht auf konkretes Wissen basiert ist und man hat sein eigenes Agenda, das ist die Leute, um in gute Bürger zu wandeln, um die zu zivilisieren, ein bisschen kolonial, dann werden die Politik ohne, also wir hatten eine Studie in Izmir in der Türkei gehabt, also und für Frauen insbesondere, das war nicht von Nutzen, als der Staat hat urbane Politik entwickelt, um die Vertriebenen, ne? dass die Häuser, in denen die spontan gelebt haben, dies war eigentlich besser für sie als die
Versuche vom Staat und von privaten Akteuren, um diese Häuser zu entwickeln, und die haben die sozialen Netzwerke zerstört. Und die haben diese ganze Kindersorge. Also wenn wir Politik entwickeln, dann ist es gut. Aber die müssen auch harmlos sein und die müssen auch den Bedürfnissen angepasst werden. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wir haben von vielen verschiedenen Fällen gehört, wo die Menschen nicht umsiedeln wollten. Was machen wir mit diesen Personen, die nicht umsiedeln wollen? Also natürlich ist es eine Sache, dass man den Menschen ermöglicht, umzusiedeln. Aber wenn sie bleiben wollen, was macht man dann? Wir haben auch gehört, dass Menschen in bestimmten Situationen gefangen waren, in Südafrika beispielsweise, aus ländlichen Gemeinden. Die haben viel Zerstörung durch Dürren erlebt. Und dann haben wir sie Arbeitslosigkeit erlebt. Und das hat wiederum zu sozialen Problemen geführt, einer steigenden HIV-Rate beispielsweise. Also das ist etwas, was man auch bedenken muss. Also diese ganzen politischen Ansätze müssen wir zusammenbringen, wenn es hier um die Findung von Lösungen geht für das Problem. Und ein weiterer interessanter Punkt, der dort aufkam, war eine Fallstudie aus Bangor, wo wir herausgefunden haben, dass langsam einsetzende Fälle, also Fälle, wo der Klimawandel langsam Auswirkungen gezeigt hat, wo es quasi eine schrittweise Verschlechterung des Umfeldes gab, vielleicht auch über mehrere Jahre, da hatten die Personen noch Möglichkeit, die Betroffenen die Möglichkeit, ihr Eigentum vielleicht zu verlagern. In diesen Rahmenbedingungen ist es so, dass einfach keine Hilfe geleistet wird. Bei Naturkatastrophen sind die Menschen natürlich viel sichtbarer für uns. Also über diese langsam einsetzenden klimabedingten Veränderungen müssen wir nachdenken, dass wir diesen Menschen auch helfen können. Also natürlich würde ich Ihnen gerne noch viel länger zuhören. Aber ich denke, wir sollten die Diskussionen jetzt erweitern. Und jetzt spreche ich auf Deutsch weiter. Entschuldigung. Vielen herzlichen Dank, Ali. Ich glaube, wir haben hier alle uns Notizen gemacht. Da ist eine Unmenge drin in dem, was Sie über die beiden Workshop-Tage gesagt haben. Stoff für Diskussionen, auch Ansatzpunkte für unsere Diskussion hier. Bevor wir in die einsteigen, noch mal eine kleine Verzögerung, weil ich habe Sie vorgestellt, aber nicht die anderen Gäste auf dem Podium. Wir können es ganz kurz machen. Am kürzesten, glaube ich, mit Claudia Roth, die hier praktisch, Hausherrin ist zu viel gesagt, aber ja, ein sehr bekannter und auch über das Haus hinaus bekannter Gast ist. Claudia Roth seit 2013 Vizepräsidentin, das... ich habe es noch. 2013 Vizepräsidentin des Bundestages, aber ganz viele Jahre vorher und für ziemlich lange Jahre Vorsitzende der Grünen, auch ein paar Unterbrechungen dabei. 98, und das ist jetzt interessant für unsere Diskussion hier, die erste Vorsitzende des damals neu geschaffenen Menschenrechtsausschusses. In dem Thema war sie vorher und ist seitdem auch immer drin geblieben und verknüpft es auch inzwischen mit Migration auf dem gerade beendeten auf der Bundesdelegiertenkonferenz, Vulgo Parteitag der Grünen in Bielefeld, hat sie einen Antrag mitformuliert oder wesentlich formuliert zur Verbindung Klima und Migration. Da werden wir nachher noch was drüber hören, der auch durchgegangen ist. Ja. Ja. Zu meiner Linken sitzt Christoph Bahls. Sie waren vor 30 Jahren, als German Watch gegründet wurde, eines der Gründungsmitglieder, ja? Sehe ich das recht? Das ist richtig. Ja, und inzwischen seit fast 15 Jahren, seit 2005, ist er politischer Geschäftsführer von German Watch. Diejenigen, die German Watch nicht kennen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, sie kümmern sich um globale Entwicklung, globale Gerechtigkeit, aber mit einem starken Blick auf den Norden, über den wir vorhin schon geredet haben, der Hauptverursacher ist. Ganz viel Erfahrung da, wo es passiert, und da hoffe ich nachher auf Ihren Input. Last but not least, Professor Avidan Kent, Jurist, Völkerrechtler an der University of East Anglia. Er hat mir schon gesagt, er war jetzt auch die zwei Tage da, Workshop, also Sie müssen die letzten Kräfte mobilisieren, genau wie Ali. Sie haben gegründet an der University of East Anglia die Forschungsgruppe für internationale Rechtsforschung und beschäftigen sich eben genau mit den beiden Feldern, die uns hier interessieren, internationales Recht und seine Dimension, was Umwelt und Migration angeht.
Ali hat schon eine ganze Menge Stichworte genannt. Ich würde es mal so verkürzen. Im Grunde genommen ist weder das nationale, das kann ich von uns sagen, von uns in Deutschland, aber auch das internationale Recht auf diese Verbindung noch gar nicht eingerichtet. Also wenn ich an unsere Asylgesetzgebung, Aufenthaltsgesetz und so weiter denke, da ist eigentlich, der Klimaflüchtling ist nicht vorgesehen. Ich wüsste gerne, was tut sich da international? Wir wissen, das Völkerrecht ist fluide. Was können Sie dazu sagen? Vielen herzlichen Dank für die Einladung zunächst einmal. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich kein Deutsch sprechen kann. Also wenn es um das internationale Recht geht, dann werden Ihnen die meisten Menschen sagen, im Falle von Klimamigration, dass es da eine Lücke gibt. Das heißt, die Hauptkonventionen, also das heißt die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen und die Klimawandelkonvention der Vereinten Nationen, befassen sich einfach nicht mit diesem Punkt. Das heißt, die Vereinten Nationen Flüchtlingskonvention befasst sich nicht mit den Klimaflüchtlingen. Also wir sagen ja Klimaflüchtlinge, oder ich sage das auch, aber sie sind laut dieser Konvention keine Flüchtlinge, weil laut der Konvention kann man ein Flüchtling sein oder den Flüchtlingsstatus genießen, nur wenn man, und jetzt möchte ich zitieren, wenn man in das eigene Land nicht zurückgehen kann, aufgrund von Angst vor Verfolgung, aufgrund der Ethnie, der Religion, der Nationalität, der Mitgliedschaft in einer bestimmten sozialen Gruppe oder auch der politischen Meinung. Das heißt, hier wird ganz klar natürlich, dass die Menschen nicht in ihr Land zurückgehen können, nicht wegen ihrer politischen Meinung oder anderer Dinge, sondern aus vielen anderen Gründen. Manchmal gibt es einfach keine Heimat mehr oder kein Haus mehr, in das man zurückgehen kann oder keine bewohnbare Gegend, in der man sich ein Leben wieder aufbauen kann. Und das, die andere wichtige Konvention ist die Klimawandelkonvention. Und diese erkennt die Situation auch überhaupt nicht an. Das heißt, es gibt seit 2010 einige Hinweise, dass diese klimainduzierte Migration mit einfließen soll. Das heißt, wir haben das schon einige Male gesehen, aber das ist nur sehr begrenzt. Also es gibt keine Rechte oder keine rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Völkerrechts, auch nicht der Klimawandelkonvention in Bezug auf diese klimabedingte Migration. Und aus diesem Grund, das werden Ihnen viele Menschen auch sagen, gibt es eine rechtliche Lücke oder eine Kluft sozusagen. Und das, es ist natürlich nicht direkt akkurat zu sagen, dass es da draußen nichts gibt, weil es gibt natürlich internationale Gesetze, die relevant sind für die Situation. Es gibt also viele Menschenrechtsgesetze beispielsweise. Das sind natürlich universelle Rechte. Und die meisten Menschenrechtsgesetze betreffen natürlich auch Migranten, unabhängig davon, wo sie sind oder was sie machen. Also sie sind für uns alle gültig. Das heißt, das ist ein Set von Regeln sozusagen. Natürlich gibt es Probleme mit der Umsetzung und Durchsetzung. Sie alle wissen, dass viele Staaten diese nicht so unbedingt einhalten oder die Menschenrechte nicht unbedingt schützen, aber das ist ein anderes Thema. Natürlich gibt es auch sogenannte weiche Gesetze. Das sind nicht verbindliche Regelungen, nicht verbindliche Richtlinien oder Empfehlungen. Und da gibt es also auch viele, die sehr relevant sind für die klimabedingte Migration. Beispielsweise gibt es eine Schutzagenda, die viele Staaten unterzeichnet haben. Und da gibt es eine Liste von Empfehlungen und besten Verfahrensweisen. Und auch die Leitlinien der Vereinten Nationen für Binnenmigration oder Binnenmigranten. Staaten haben das sogar als verbindliche inländische Regeln angesetzt und verabschiedet. Aber auf internationaler Ebene ist das eben ein weiches Gesetz, ein Softlaw, also nicht verbindlich. Also es gibt hier wirklich bis zum gewissen Grad eine rechtliche Lücke. Also zunächst einmal eine rechtliche Lücke, wenn es um die grenzüberschreitende Migration geht. Also wenn ein Flüchtling, ein Migrant, unabhängig von den Definitionen jetzt, eine Grenze überschreiten möchte, aufgrund dessen, was in seiner Heimat passiert ist, dann gibt es keine rechtliche Konvention oder ein internationales Gesetz, um der Person das Recht zu geben, in einen anderen Staat zu
gehen und dort legal zu bleiben. Also da gibt es in der internationalen Gesetzgebung nichts. Es gibt auch kein Äquivalent für den Flüchtlingsstatus, der im Rahmen der Konvention der Vereinten Nationen für Flüchtlinge vergeben wird. Also eine weitere rechtliche Lücke, die bereits angesprochen wurde, bezieht sich auf Gelder. Also es gibt keinen Kompensationsmechanismus zurzeit. Viele werden sicherlich zustimmen, dass es einen Kompensationsmechanismus geben sollte, dass die Menschen, die fliehen mussten, auch entschädigt werden. Also es war ja nicht ihre Schuld. Also es ist nichts, was sie falsch gemacht haben. Und auch die Staaten, die diese ganzen Flüchtlinge aufnehmen, und das wissen Sie sicherlich sehr gut hier in Deutschland, da braucht man wirklich viele Ressourcen, um die Flüchtlinge vernünftig unterzubringen, ihre Rechte zu schützen, in die Gesellschaft zu integrieren. Also es braucht wirklich viele Ressourcen. Es ist nicht preiswert sozusagen. Und ich denke, ungefähr 10.000 Euro pro Flüchtling, pro Migrant, so schätzt man. Das heißt, diese ganzen Gastgeberländer, der Gastländer, haben oder viele haben diese Ressourcen eben nicht. Also häufig ist es so, dass Entwicklungsländer die ganzen Migranten aufnehmen, nicht notwendigerweise die reichen Länder. Also es heißt, es sollte hier eine Art Mechanismus geben, um die Staaten zu entschädigen, insbesondere wenn man einen effektiven Schutz gewährleisten möchte, dass die Rechte der Migranten auch geschützt werden. Und letztendlich gibt es auch diesen einzigartigen Fall von verschwindenden oder sinkenden Inseln. Es ist noch überhaupt nicht klar, dass das wirklich passieren wird oder wann das passieren wird, aber es ist möglich, dass bestimmte Inselstaaten einfach überschwemmt werden von den Wellen, vom Meer, also dass sie untergehen. Und es gibt natürlich viele Fragen im Völkerrecht in dieser Hinsicht. Was passiert also mit den ganzen Staatsbürgern, die dort leben, in diesen Inselstaaten? Werden sie dann staatenlos? Also gemäß des Völkerrechts, also ist das wirklich eine wichtige Frage. Also was passiert auch mit den wirtschaftlichen Rechten dieser Staaten, also mit dem Wasser um diese Inselstaaten herum? Wie Sie alle wissen, haben wir ja Hoheitsrechte in den Gewässern um unsere Länder herum. Wir dürfen dort auch Ressourcen heben. Also was passiert dann mit diesen Rechten, wenn diese Inselstaaten weg sind? Und natürlich gibt es noch viele weitere Fragen in Bezug auf bestimmte Gruppenrechte, also sollten sie beispielsweise in einem neuen Staat so akzeptiert werden mit ihren kulturellen Rechten, mit Autonomierechten, dass sie ihre Kinder beispielsweise in ihrer eigenen Sprache unterrichten können. Also da gibt es wirklich viele rechtliche Fragen, die noch offen sind, weil das unbekanntes Terrain ist. Es ist bisher noch niemals passiert und wir wissen einfach nicht, wie das Völkerrecht damit dann umgehen wird mit diesen Fragen, weil, noch einmal gesagt, das ist bisher niemals passiert. Ich habe keine Ansätze, Professor Kent. Ich weiß, dass... excuse me. Gibt es da tatsächlich keine Ansätze für Änderungen im Völkerrecht? Das Völkerrecht ist ja eine sehr fluide Sache. Ja? Es ändert sich langsam, aber es kann auch schnell... Also es braucht jedenfalls nicht auf Konsens zu reagieren in einer Nation. Es braucht auf Wählerstimmen keine Rücksicht zu nehmen. Gibt es wenigstens Ansätze? Sie machen mich jetzt etwas pessimistisch, wenn ich Sie höre. Also man sollte auch wirklich ein bisschen pessimistisch sein. Das wäre meine direkte Antwort. Natürlich gibt es einige Fortschritte, beispielsweise den Global Compact, der kürzlich geschlossen wurde und der natürlich die Frage der Klimamigration auch berücksichtigt. Aber ich sagte, Sie sollten pessimistisch sein, noch einmal, weil wir haben viele Übereinkommen, Erklärungen, die nicht rechtlich verbindlich sind. Das heißt, wenn wir noch mehr von dem Gleichen haben, weiß ich nicht, ob das wirklich hilfreich ist in dieser Situation. Aber es ist natürlich ein bisschen was. Also es zeigt ein bisschen diesen politischen Willen, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Aber wenn es um diese rechtlichen Lücken geht, also die Bereitschaft, Geld bereitzustellen, ist natürlich sehr begrenzt. Und Sie wissen sicherlich auch, dass im Rahmen des Klimaabkommens viele Länder versprochen haben, 100 Milliarden Dollar jedes Jahr bereitzustellen vom Jahr 2020 an. Und das passiert gegenwärtig nicht. Das heißt, wenn wir jetzt noch mehr Geld obendrauf packen, um die Staaten zu entschädigen, ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Das müssen die Entscheidungsträger, die Politiker beantworten. In Bezug auf die Möglichkeit, Menschen ins Land zu lassen, das ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Da bin ich auch nicht sehr optimistisch, aber das ist auch nicht mein Fachgebiet.
würde, wir geben jetzt auch direkt an Claudia Roth. Das ist eine perfekte, wenn auch traurige Überleitung. Was, ich warte noch auf, bis die Headphones auf sind. Was Professor Kent eben angedeutet hat, ich meine, die Erfahrung haben wir ja hier in Deutschland und sicher auch anderswo, aber hier in Deutschland gerade vor einem Jahr gemacht. Es gab den Global Compact on Migration. Ich weiß noch, dass sich im letzten Sommer kein Mensch dafür interessierte. Und als die deutsche Rechte, namentlich die AfD, aber auch ihre Pilotfische, merkten, dass es da darum geht, ein internationales Regelwerk aufzustellen, wie unverbindlich auch immer, war hier der Teufel los. Ist das ein Vorgeschmack auf das, was wir uns, auf das wir uns einstellen müssten, wenn Sie zum Beispiel an einer, als Grüne an einer nächsten deutschen Regierung beteiligt wären und das durchzusetzen versuchten, was Sie gerade eben in Bielefeld beschlossen haben, zum Beispiel den Klimapass, der steht da meines Wissens auch drin, ne? Also nur zur Erklärung, das wären Pässe, die sozusagen Menschen, deren Länder untergegangen sind, denen das Recht geben würde, in Ländern, die es noch gibt, zu überleben und aufgenommen zu werden. Nebenbei ganz kurz, ich wollte Ihnen noch danken, ich fand es interessant, was Sie sagten eben zum Thema, was passiert denn mit untergegangenen Staaten? Also wenn Sie darauf was sagen, wunderbar, das ist jetzt ein Problem, das ist noch gar nicht an meinem Horizont erschienen. Besten Dank für auch dafür. Also erstmal möchte ich mich von Herzen bedanken für die Veranstaltung, wirklich von Herzen bedanken. Vielen, vielen Dank, liebe Böllis, dass ihr diese Veranstaltung möglich macht, weil ich glaube, das Problem ist, es ist ein so unfassbar großer Gap zwischen dem, was bekannt ist, was man sich überhaupt vorstellen kann, und dem, was schon lange Realität ist. Die Klimakrise, viele Millionen von Menschen, die heute schon vertrieben sind. Viele, die ich getroffen habe, sagen, wir sind keine Flüchtlinge, sondern wir sind vertrieben. Dank euch haben wir alles verloren. Und dem, wie die Debatte noch gar nicht angefangen hat. Und das ist unglaublich wertvoll mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Politik, mit Kirchen, also sozusagen diese zivilgesellschaftliche Zusammenhang erstmal herzustellen. Sie haben gesagt, wenn ich darf, würde ich gerne was sagen. Sie haben gesagt, es braucht eine Philosophie. Bei mir gibt es so ein Schlüsselerlebnis, nicht durch das Lesen von Dokumenten, sondern als ich in Kiribati war. Kiribati ist ein pazifischer Inselstaat, der, da bin ich gar nicht apokalyptisch, sondern der mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr existieren wird. Und dann triffst du Menschen und du redest mit diesen Menschen und du weißt, wir leben in einer Welt. Aber diese Menschen haben 0,000% dazu beigetragen, dass ihr Staat, dass sie verschwinden werden. Und dann merkst du plötzlich, ja, was heißt Verantwortung, was heißt Klimagerechtigkeit, was heißt, also das ist meine Philosophie, wir leben in einer Welt und wie sieht die Verantwortung aus? Und das Zweite, was auch noch nicht angekommen ist und im politischen Feld haben wir ja die Herausforderung, dass viele es verleugnen. Wir haben auch in unserem Bundestag, wir haben in unseren Landtagen, wir haben in unserer Politik Klimaleugner, die einfach sagen, stimmt alles gar nicht, ist ja gar nichts. Die AfD, die in der Zwischenzeit die Klimakrise, und dann sind wir noch gar nicht bei den Klimamigranten, zum Thema hochjatzen und verhetzen, wie sie es gemacht haben, als die Grenzen nicht aufgemacht worden sind, sondern offen geblieben sind 2015. Also das ist sozusagen die Herausforderung. Und wir haben jetzt als erste Partei, das ist jetzt nicht Werbeblock, sondern es ist einfach so, uns sehr intensiv mit der Klimakrise auseinandergesetzt und zum ersten Mal einen sehr umfassenden, sehr ambitionierten und mit Sicherheit noch gar nicht fertigen Beschluss gefasst. Was heißt denn Klimagerechtigkeit in all den Dimensionen? Und das ist so komplex und das ist so kompliziert und das ist so schwierig. Wie sieht Klimafinanzierung aus? Wie sehen Klimaklagen aus? Wie sieht in der Tat die Notwendigkeit aus, hier anzufangen, das Pariser Abkommen umzusetzen, hier endlich mal anzufangen zu kapieren, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen vor allem
uns treffen und nicht die afrikanischen Länder. Aber wenn Sie bei mir im Bundestag und da mal die Kolleginnen und Kollegen fragen zu SDGs, dann sagen die Ihnen, ja, das ist Außenwirtschaft, das ist Entwicklungspolitik. Schmarrn, das ist Finanz, Wirtschaft, das ist hier, das fängt hier an. Und da, deswegen haben wir aus diesem Antrag von unserer Partei jetzt auch einen Bundestagsantrag gemacht. Der wird in 2 Wochen, glaube ich, wird da aufgesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie die Debatte aussieht. Und mit Sicherheit wird da versucht werden, das zu verhetzen, klar. Aber ich kann doch meine Politik, ich wäre ja nicht grün, ich wäre ja was weiß ich, ich kann doch meine Politik nicht daran ausrichten, ob es möglicherweise von der AfD verhetzt wird oder ob andere sagen, das ist jetzt typisch übertrieben, sondern ich muss mir doch die Radikalität des Realen anschauen. Die Radikalität des Realen und daraus dann eine Politik versuchen, in Zusammenarbeit mit Menschen wie Christoph und anderen zu definieren und abzuleiten, wobei meine große Sorge ist, dass selbst wenn wir über 50% bei der nächsten Wahl hätten, die Realität so radikal ist, dass politisches Handeln ein Stück weit hinterherhechelt. Aber ich kann gerne noch ein paar Punkte sagen, warum es auch so kompliziert ist. Genau, das würde mich interessieren. I would be more interested in this. You have lots of experience with this as a Green member. You sort of like you're making unpopular themes popular, and we also see this, you know, sort of like outside the Green. Wo die deutsche Wohnen- und Co-Enteignen-Aktivisten gefragt wurden, wie habt ihr das gemacht? Enteignen, das ist doch eigentlich ein unmögliches Wort. Aber ihr habt es geschafft, dass es in Berlin auf einmal kein Unwort mehr war. Was sagt die Grüne? Ja, da lohnt sich ja auch mal der Blick in unser Grundgesetz. Ich meine, da muss das haben jetzt gar nicht die Berliner Grüne, herzlich willkommen, Frieke ist auch da. Das haben die gar nicht erfunden, sondern das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes. Oder es lohnt sich. Oder wir hatten es lange vergessen. Ja, wir haben es lange vergessen, wir haben lang verdrängt. Es lohnt sich zum Beispiel auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 13. Da steht nämlich das Recht drin, das Recht, sein Land zu verlassen und wieder zurückzukehren. Macht nur keinen Sinn, wenn du dieses Recht hast und niemand lässt dich rein. Also das so. Aber also was ich sage, was ist so kompliziert? Und ich glaube, deswegen ist so wichtig, dass die Kirchen mitdiskutieren, dass die Gewerkschaften, dass man eine sehr breite Debatte bekommt, um mal zu erfassen, wie schwierig das ist. Es ist ja nicht die eine Gruppe von Menschen, die jetzt betroffen sind, sondern es ist gesagt worden, natürlich sagen mir Menschen aus Tuvalu, auch im Pazifikstaat, ich will nicht verlassen, ich will in meinem Land bleiben. Aber dann habt ihr verdammt nochmal, die Aufgabe, uns zu helfen, dass wir Anpassungsmaßnahmen, also Resilienz, dass Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir dort bleiben können. Das ist die Gruppe der Menschen, die bleiben will. Die braucht sehr viel mehr an Klimafinanzierung, an Resilienz und so weiter. Dann gibt es die Menschen, die, selbst wenn sie bleiben wollen, die zweite Gruppe, die aber nicht mehr können. Vielleicht Beispiel Äthiopien. Äthiopien ist eines der Länder am meisten jetzt schon betroffen. Etwa 3,5 Millionen intern vertriebene Menschen und davon, Christoph weiß es wahrscheinlich besser, die Zahlen schwanken, ungefähr 1 Million Menschen, die intern vertrieben sind aufgrund der Klimakrise dort. So, was machen wir da? Die brauchen jetzt tatsächlich Rechte, was Binnenvertriebene angeht. Die brauchen humanitäre, viel größere Unterstützung. Die brauchen die Möglichkeit, was im Tschad jetzt ein Problem ist. Der Tschadsee, der war mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Heute ist er so groß wie die Stadt Berlin, das Bundesland Berlin. So, da sind ungefähr 10 Millionen Menschen betroffen. Ja, was machen die jetzt? Die gehen in Richtung Sudan. Mir sagt der sudanesische Botschafter, wir überlegen, ob wir Militär an die Grenze senden, weil wir haben so viele Probleme im eigenen Land. Wir können die doch jetzt nicht aufnehmen. Also da braucht es ganz viel Maßnahmen, ganz viel Unterstützung. Und dann gibt es die dritte Gruppe. Das sind die Menschen, die wo es überhaupt noch gar keine Vorstellung gibt, was heißt es. Das ist zum Beispiel Kiribati, das sind aber auch, ich habe mir mal geguckt, es gibt neue Untersuchungen über die großen Städte, die riesengroßen Städte, die
Climate Central hat geschrieben, dass durch den Anstieg des Meeresspiegels Küsten-Megacities wie Bangkok, Shanghai, Mumbai, Alexandria völlig unbewohnbar werden. Da leben 150 Millionen Menschen. So, aber was macht jetzt zum Beispiel ein Staatsbürger aus Kiribati? Der ist Staatsbürger, der hat einen Pass, Staatsbürgerschaft, so wie ich meine habe. Und jetzt gibt es aber Kiribati nicht mehr, absehbar, wird es nicht mehr geben. Ja, und das ist genau seine Frage, ist dieser Mensch dann staatenlos? Darf er dann, wenn er Glück hat, nach Neuseeland vielleicht einwandern? Und darf er dann, wenn er Glück hat, Neuseeländer werden? Das sagt mir der Kiribati, nein, ich bin Kiribati. Ich will nicht Neuseeland, ich will nicht Australier werden. Und dafür gibt es überhaupt keinen Rechtsstatus dafür. Das ist wirklich eine riesengroße Aufgabe, mit dem internationalen, mit dem Völkerrecht einen Rechtsstatus zu finden. Was passiert mit diesen Menschen und wie haben sie das Recht? Und da haben wir dann eben, es gibt den Vorschlag des sogenannten Klimapasses. Können Sie sich vorstellen, was da los ist? Als wir zum ersten Mal in der Partei darüber diskutiert haben, da kamen dann Kollegen und Kolleginnen von Ihnen und haben gesagt, so, jetzt wollen Sie die Klimaflüchtlinge auch noch nach Deutschland holen. Da kann ich nur sagen, der Fischer aus Fidschi, der will nicht ins Ankerzentrum nach Bamberg. Und die Kaffeebäuerin aus Benin, die will auch nicht nach Nordrhein-Westfalen oder sonst wohin. Aber was machen wir? Was sind da die großen, das müssen wir thematisieren und sind die großen Herausforderungen. Da gibt es keinen Rechtsstatus. Der Klimapass ist eine, finde ich, eine radikale Übersetzung von Verursacherprinzip und sagt, dass du mit diesem Pass in die Länder einreisen können musst, oder dürfen musst und leben darfst, die verantwortlich sind oder die wesentlich verantwortlich sind für die Klimakrise. Können Sie sich vorstellen, das ist nicht leicht. Und dann gibt es die vierte Gruppe und da sagt mir der UNHCR, ich habe ja mit den UNHCR-Leuten auch, haben wir diskutiert, es gibt eine kleine Gruppe, für die möglicherweise die Genfer Flüchtlingskonvention tatsächlich Anwendung findet, wenn nämlich schon bestehende Konflikte, die es gibt, durch die Klimakrise verschärft werden, also Wasserkonflikte, Ressourcen und dadurch dann kriegerische Auseinandersetzungen entstehen, was die Gefahr übrigens jetzt auch in Äthiopien ist, dass durch die und in anderen Regionen, dass durch die Verknappung neue Konflikte entstehen, Gewalt entsteht und nur für diese Gruppe wäre dann die Genfer Flüchtlingskonvention anzuwenden. Hochkompliziert, du kannst es nicht über einen Kamm scheren. Richtig bleibt, noch einmal hier anzufangen, Paris endlich ernst zu nehmen und es ist bezeichnend, dass im sogenannten Klimakabinett der Bundesregierung der Außenminister gar nicht drin sitzt. Also der ist überhaupt nicht mit drin. Das heißt, die ganze Frage der internationalen Klimagerechtigkeit ist Lichtjahre weg und da muss was passieren. Frau Roth, ich ändere jetzt mein Programm und stelle die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, dem Herrn neben mir, Christoph Balz. Ja, Sie haben auf nein, gar nicht so lange. Sie haben auf wunderbare Weise nochmal das Bild ergänzt, vor welchen Problemen wir stehen. Ich wollte aber eigentlich wissen, wie setzen wir das durch? In der Tat, also der, ja, gerne. Aber ich denke, da können Sie, Sie haben ja nun auch eine sehr lange, sagen wir mal, Entwicklungslobbyarbeit hinter sich. Also wie gesagt, in meinem Kopf klingt immer noch der Knatsch vor einem Jahr nach UN-Migrationspakt und hier war die Hölle los. Und genau der Satz, den Sie eben sagten, den leider auch meine Kollegen ganz oft sozusagen zitieren, ja, jetzt wollt ihr uns auch noch die Klimaflüchtlinge, das geht ja alles gar nicht, die passen ja gar nicht hierhin und wir kriegen das auch alles finanziell nicht hin, wobei man, glaube ich, an der Stelle auch mal bemerken sollte, dass Deutschland, das sowieso nicht gerade ein armes Land ist, seit der Flüchtlingskrise nicht unbedingt ärmer geworden ist. Aber ich gebe an Sie weiter. Ja, vielen Dank und ich möchte zunächst nur kurz sagen, dass ich in einer halben Stunde vom Podium verschwinden muss. Und dass das nicht als Klimaflucht zu deuten ist, sondern dass ich einen Nachtzug bekommen muss, der um 8:57 im Bahnhof losfährt. Ich werde darauf achten, dass wir noch so viel Zeit für Fragen haben. Ne? Dass Sie da nicht überrascht sind, wenn ich plötzlich verschwinde.
Aber ich wollte an sich das ein Stichwort aufgreifen, was der Ali vorhin gebracht hat, Making Sense of Climate Change. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der richtigen Weise über diese Fragen reden dazu, wenn wir dem Verhetzungspotenzial, was da drinnen ist, entgegnen wollen. Und dazu zwei Anmerkungen. Das eine, ich glaube, man muss sich über die grundlegende Situation, in der wir sind im Moment, dass wir seit einigen Jahren in einem neuen Erdzeitalter leben, dass wir aus dem Holozän die letzten 11.000 Jahre stabiles Klima herausgetreten sind, dass jetzt jedes Zehntel Grad ein Riesenexperiment mit der gesamten Menschheit und allen Ökosystemen, die alle an das Holozän oder an die Eiszeiten vorher, die kälter waren, angepasst sind, dass wir jetzt in diese Phase eintreten. Da sind wir gerade eingetreten jetzt dazu. Und von dem her, was Sie vorhin gesagt haben, es ist alles anders, das haben wir noch nie gesehen, das ist ganz neu, dass wir in dieser Situation im Moment mit sind. Und der Zeitpfeil, der seit der Aufklärung so dominant für die Gesellschaft war, dass alle ihrer nächsten Generation sagen wollen, euch geht's besser als uns. Dieser Zeitpfeil glaubt uns keiner, der die Welt im Moment betrachtet, mehr, dass man das mit gutem Gewissen sagen kann. Und deswegen gibt es jetzt auf der einen Seite die, die als besonders Reiche sagen, dann ziehen wir uns hinter Gated Communities zurück, zahlen auch keine Steuern mehr für den Rest der Gesellschaft und sagen den anderen Teilen unserer Nation, damit die sich nicht gegen uns auflehnen, die wir sie abgehängt haben, sagen wir, kämpft gegen die, die noch ärmer sind und die von außen irgendwie ankommen und baut Mauern und schützt euch gegen die. Dass um die Gated Communities dann noch die Staaten die Mauern drumherum bauen, als eine zweite Mauerwall. Das ist die eine Reaktion, darauf zu reagieren. Und die andere ist, zu verstehen, dass wir hier wirklich in einem Epochenumbruch sind und dass wir ganz neue Formen der Kooperation auf diesem Planeten brauchen, lokal, national, international, um diese Herausforderungen, die auf uns zukommen, zu lösen. Und ich würde jetzt die Migration-Frage gerne in diese Notwendigkeit und Chancen der Kooperation, die da sind, mit einbetten dazu. Ne? Denn das ist dann, was wir vorhin gehört haben, es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, UNFCCC, wo das Wort jetzt immerhin auftaucht, noch nicht mehr. Oder ist das Kürzel gerade noch mal? Das sind die UN Framework Convention for Climate Change und das ist also die Klimarahmenkonvention, in der dann auch das Paris-Abkommen oder vorher Kyoto beschlossen worden sind dazu. Es gibt die Menschenrechte, eins der wichtigsten Instrumente dabei. Die zählen für alle Menschen und die zählen auch für Klimaflüchtlinge in diesem Kontext. Und da ist ein ganz wichtiges Instrument, sich mit anzuschauen. Sie hatten zu Recht gesagt, wir haben ein Problem, dass viele Staaten die nur begrenzt respektieren. Es ist erstmal eine Staatenpflicht, die Menschenrechte für seine eigene Bevölkerung umzusetzen. Und das würde jetzt für die Klimaflucht bedeuten, um es konkret zu machen, die besonders verletzlichen Menschen zu identifizieren. Das ist Punkt 1 von der Methodologie. Diese Menschen an der Planung zu beteiligen. Da kommen nämlich dann die Fragen, wollen die da bleiben, wollen die weggehen und so weiter. Das ist nicht eine Sache, die jemand für die entscheiden sollte, sondern die geplant werden sollten. Und das ist an sich das, was grundlegend für die Menschenrechte ist in der Methodologie. Und wenn das nicht passiert, dass es einen Beschwerdemechanismus gibt, bei dem sie sich beschweren können. Und wenn diese Staaten sagen, das überfordert uns, da sind wir nicht so in der Lage, das mit eigenen Mitteln zu machen, dann müssen die internationale Staatengemeinschaft eintreten und diese Staaten mit unterstützen. Ich fände es in dem Sinne, wie kann man die liberale Agenda und den Multilateralismus auf diesem Planeten unterstützen, ganz wichtig, die bestehenden Instrumente möglichst zu nutzen und mit einzubeziehen dazu, damit wir die stärken in diesem Kontext. Und dass viele arme Länder, die den Wert der Menschenrechte, was es für sie bedeutet, welche Chance da drinnen steckt,
auch an Kooperationen in internationaler Ebene, dass wir das mit in die Debatte reinbringen, diese Debatte mit zu stärken. Aber es ist dann auch die Migration als solche eine Riesenchance bei allen Problemen, die sie hervorrief. Eine Riesenkooperationschance. Und alle großen Probleme der Menschheit seit diesen 11.000 Jahren, wo das Holozän begonnen hat, das war, wo die Jäger und Sammler dann aus der Eiszeit herausgekommen sind, nur 15.000 bis 30.000 Menschen auf dem Planeten damals, und die dann innerhalb von wenigen Jahrhunderten in drei Kontinenten unabhängig voneinander die Landwirtschaft begründet haben. Eine Form der Kooperation mit, eine ganz neue Form der Kooperation, wie man sein Leben organisieren kann. Wie später in der Achsenzeit, wo dann die Städte entstanden sind und die Hochkulturen und philosophische und religiöse Systeme, mit denen Menschenrechte überhaupt denkbar wurden dazu. Und wie in der Aufklärung nochmal eine neue Form der Kooperation, man immer auf Riesenprobleme reagiert hat. Vor so einer Herausforderung stehen wir jetzt. Und das heißt, die Institutionen zu prüfen, erstmal, was können wir nutzen von denen, die jetzt schon da sind. Und dann die Lücken zu identifizieren. Und das mit umzusetzen und drittens ganz konkrete Lösungen zu finden. Ich glaube, es hilft neben den langfristigen akademischen und dann juristischen, das fällt nicht vom Himmel runter, dass wir für große Probleme, die da sind und sichtbar sind, ganz praktische Lösungen suchen müssen, damit es vorstellbar wird, wie so eine Kooperation aussehen kann. Ich bin mir sicher, dass das Thema der Name Klimaflüchtling sich langfristig etablieren wird, um das auch zu sagen, trotz der berechtigten Bedenken, die viele dagegen haben. Aber diese Bedenken beziehen sich eigentlich nur auf die Wetterkatastrophen, die kommen. Aber auf die Slow-Onset-Risiken, auf die langsam sich aufbauenden Risiken, vor allem den Meeresspiegelanstieg, wenn ich das als Beispiel jetzt mal nehme, das ist so offensichtlich, das ist der Klimawandel. Und das wird hunderte Millionen von Menschen bis Ende des Jahrhunderts schon vertreiben von dem Ort, wo sie jetzt leben. Und dieser Klimawandel, dieser Meeresspiegelanstieg ein Stück zu verstehen, das ist im Prinzip ganz einfach. Jedes Grad Temperaturerhöhung bedeutet 2 Meter Meeresspiegelanstieg. Da wissen wir nicht, wie schnell das geht. Das ist die Unsicherheit dabei. Aber nicht, dass das 2 bis 2,50 Meter Meeresspiegelanstieg bedeutet, ist klar. Das heißt, bei 1 Grad haben wir jetzt schon. 2 Meter Meeresspiegelanstieg haben wir schon, da kann man sich ausrechnen, wie viele Menschen davon betroffen sein werden. Wir wissen nicht, bis wann. Das ist die offene Frage. Und da wir höchstwahrscheinlich 2 Grad nicht vermeiden können, haben wir dann 4 Grad Meeresspiegelanstieg. Und das muss man sich nur von der Größenordnung vorstellen. Das heißt, Climate Migration wird es geben und wir brauchen Lösungen und Kooperationsmodelle dafür. Und wenn wir das nicht machen und nicht den Mut haben, diese Kooperationsmodelle zu entwickeln und wo man dann überlegt, was heißt das denn, Leute auszubilden, die kommen? Was heißt das denn, in Circular Migration dabei mit reinzudenken, dass die auch wieder in ihre Länder, wenn sie wollen, mit zurückgehen, aber dann auch wieder zurückkommen können bei uns? Was heißt das für ganz neue Formen der Kooperation, so wie nach der Aufklärung auch ein neues Staatensystem entstanden ist, wie wir die Kooperation auf diesem, zumindest der westlichen Halbkugel, organisiert haben. Vor dieser Aufgabe stehen wir im Moment und das sollten wir beherzt angehen. Das ist die Chance, dass wir in der Zukunft nicht in der gated communities und hinter Mauern leben. Und diese Chance sollten wir nutzen. Ich glaube, das wird heftige Kämpfe geben. Da soll sich keiner denken, das ist so, da sind alle dabei und da machen alle direkt mit. Das ist nicht meine Vorstellung. Für mich ist das eher eine Vorstellung wie der Ausstieg aus der Sklaverei. Das waren auch Riesenkonflikte, bis das durchgesetzt gewesen ist. Das ist nicht einfach, wo alle direkt mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das ist so. Und diesen Mut, das zu machen und das mit zu organisieren und dabei mit voranzugehen, den sollten wir haben. Und ich finde es sehr ermutigend, dass Sie heute alle da sind. Und ich hoffe, dass Sie am Freitag alle auf der Straße sind. Herr Balz, auf der Suche die ganze Zeit nach einem Ansatzpunkt für Optimismus, dachte ich schon, Sie liefern mir einen, aber das, was Sie jetzt liefern, da würde ich beinahe sagen, da neige ich schon wieder zum Widerspruch.
die Kooperation, von der Sie glauben, die hat Zukunft, die hat ja in der Vergangenheit immer dann bei einem Näheverhältnis funktioniert. Also die Abschaffung der Sklaverei, denke ich, verdankt sich auch der Tatsache, dass Sklavenhalter und Sklaven sehr eng waren. Ja? Oder Sie haben auch davon gesprochen, Aufklärung. Das waren ja alles Dinge, die hier sich abgespielt haben in Naheräumen. In der jetzigen Herausforderung, auch Ali sprach vorhin von neuen Institutionen, die wir brauchen. Wer soll die schaffen? Wer gibt uns die Garantie, dass es nicht heißt, in unserem Teil der Welt, der Verursachende ist, nach uns die Sintflut, diesmal im wahrsten Sinne des Wortes, es geht um Fluten. Ich würde deswegen, weil wir schon ein bisschen eng mit der Zeit sind und Christoph Balz selbst auf dem Weg nach draußen, falls wir noch Zeit für Ihre Fragen haben wollen, würde ich eine kurze Runde machen und beginne mit Ali Nobil Ahmad, der vorhin angefangen hat. Neue Institutionen haben Sie als Stichwort genannt. Woher sollen sie kommen und wer soll sie tragen? Ich bitte alle um eine kurze Antwort. Es tut mir leid, ich hoffe, wir können noch ein bisschen ausführlicher reden, wenn Ihre Fragen kommen. Naja, nur um das klarzustellen, die meisten Gespräche, die wir heute und gestern geführt haben, da ging es eher um die Skepsis in Bezug auf neue Institutionen, also natürlich auch Institutionen von oben nach unten. Also die Menschen waren eigentlich mehr daran interessiert, über Wege nachzudenken oder Prozesse, viel mehr Prozesse als Politik, während die bestehenden Institutionen einfach etwas besser zuhören könnten, der Zivilgesellschaft und der anderen. Also es sollten einfach die Institutionen, die sozialen Institutionen, die es bereits gibt, ernst genommen werden. Also in Pakistan, wo ich tätig war, da gibt es ein sehr gutes soziales Netzwerk. Und sie haben auch in gewisser Weise ein paralleles Rechtssystem. Sie haben Menschentribunale, wo und das ist eine Entwicklung, die von Aktivisten angeführt wurde. Also da versucht man die traditionellen, lokalen, dörflichen Versammlungen, also diese Jirgas, wieder aufleben zu lassen. Das hat man ja teilweise im Zusammenhang mit den Taliban gehört, oder dass diese älteren, bärtigen Männer zusammenkommen. Also es ging aber hier vielmehr darum, zusammenzukommen, um zu besprechen, was können wir machen. Weil das, was die Weltbank mit der lokalen Wasserinfrastruktur macht, damit sind wir nicht glücklich. Also da kommen dann Leute zusammen, um das zu diskutieren. Und da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, mit denen sie sich befassen. Sie werden vertrieben, also nicht durch den Klimawandel, sondern durch den Bau von Kohlekraftwerken beispielsweise. Also das verzerrt die gegenwärtige politische und wirtschaftliche Situation vor Ort. Und ich spreche jetzt über den Kontext im globalen Süden. Also wir haben ja viel über Klimaflüchtlinge gesprochen und auch verschwindende Inselstaaten. Das sind jetzt die sichtbarsten Folgen des Klimawandels. Die meiste klimainduzierte Mobilität geschieht innerhalb des globalen Südens. Das heißt, die Europäer haben jetzt Angst, dass Horden von Menschen hierher kommen, aber die meisten sind einfach quasi kommen einfach nicht weiter. Die kommen einfach nur bis ins nächste Land. Und das muss man natürlich noch stärker berücksichtigen. Und die Vielzahl von Wegen, also wir müssen einfach über dieses Problem intensiver nachdenken. Also vergangene Woche war ich in Lahore, das ist jetzt die zweitstärkste verschmutzte Stadt der Welt. Und also die Luftverschmutzung ist so akut. Und durch die neuen Regenfallmuster wird das Ganze verzerrt. Also das ganze Leben in der Stadt ist dadurch aus dem Tritt geraten. Und die Menschen dort haben oft nicht das Geld, um nach Europa zu migrieren. Die Frage ist, was können wir jetzt für sie machen? Also das ist Teil des gesamten Problemkomplexes. Also man sollte eher über Mobilität nachdenken als über Migration oder Immigration. Das ist in gewisser Weise ganz schrecklich, weil da hat man immer das Gefühl, die kommen jetzt hierher. Aber es geht gar nicht darum, sondern es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Kontext die Menschen sich befinden. Und ich denke, man muss hier einen gerechtigkeitsbasierten Ansatz finden, auch in den Institutionen, dass die Institutionen zuhören. Also, dass sie der Zivilgesellschaft, den Gemeinschaften einfach zuhören. Und ich denke, meine Zeit ist jetzt wahrscheinlich schon abgelaufen. Ich hätte aber noch einige Punkte vielleicht dann für die nächste Runde.
Die nächste Runde ist dann offen für Fragen, aber das war gut. Von Ihnen da noch was zu erfahren. Neue Institutionen, Sie haben eben vorhin gesagt, es gibt Grund, pessimistisch zu sein. Können Sie doch noch einen Punkt rausholen, wenn Sie sagen, doch, es gäbe, also der Norden könnte zum Beispiel so stark fühlen, was sein Handeln über 150 Jahre hinweg angerichtet hat, dass Kooperationsmöglichkeiten da wären, dass es auch einen Druck zum Handeln gäbe auf dieser Seite der Welt. Also da, das ist natürlich eine Frage eigentlich wieder an die Politik, aber ich beantworte sie gerne. Also Sie sehen ja die führenden Politiker der freien Welt, die, also ich weiß nicht genau, ob es da den Willen gibt, die Kooperation zu verstärken und den Klimawandel anzugehen und auch das Problem des globalen Südens anzugehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob es zumindest gegenwärtig den, also Grund für Optimismus in dieser Hinsicht gibt. Aber der Norden kann natürlich etwas tun. Ali hat richtigerweise gesagt, dass man sich keine Gedanken machen muss. Die vielen Klimaflüchtlinge kommen ja nicht her. Die meisten bleiben in ihren eigenen Ländern. Und diejenigen, die Grenzen überschreiten, bleiben mit Sicherheit in den Nachbarländern. Das heißt, sie werden jetzt nicht alle Zehntausende Kilometer von zu Hause wegreisen. In Bezug auf die Institutionen, das wurde ja schon angesprochen, dass die Kooperation hier wirklich der Schlüssel ist. Das ist wirklich entscheidend. Und Sie haben ja zuvor gefragt, ob die Institutionen vielleicht auch die Antwort sein können. Also ich bin mir nicht sicher, ob mehr internationale Institutionen wirklich erforderlich sind. Also wir haben ja viele Institutionen, die sich mit Arbeitsstandards befassen, mit dem Klimawandel. Das ist ja alles wichtig in dem Zusammenhang, auch mit Flüchtlingen, mit Migration. Aber es wird hauptsächlich noch Kooperation nötig sein in den Regionen, wo die Menschen migrieren. Das heißt, vielleicht sollten wir uns nicht so sehr auf den multilateralen Rahmen konzentrieren, sondern vielmehr auf regionale Kooperationsformen, regionale Zusammenarbeit. Das ist natürlich sehr einfach, weil dadurch bleiben wir quasi außen vor und dann wird das Ganze zu einem Problem der südlichen Länder, dass die einfach untereinander kooperieren. Also da denke ich, kann wirklich der reiche Norden einen Beitrag leisten und sich einbringen in Bezug auf die Rolle als Geldgeber und Ähnliches. Und Sie haben ja auch zuvor den Klimapass angesprochen. Das ist wirklich eine tolle Idee, würde ich sagen. Aber das ist natürlich ein kleiner Teil, ein klitzekleiner Teil der Migration, also der Migranten, die dann diese Pässe brauchen. Also die meisten Migranten werden einfach ihr Geld brauchen. Deutschen Gäste auf dem Podium noch einiges dazu sagen. Ich würde es aber sehr gerne mit Blick auf die Zeit, wir sind wirklich, es wird knapp, ich würde Sie bitten, diese Fragen zu stellen, sodass alle hier noch mal ans Reden kommen in dem Sinne der Fragen, die Sie haben. Ich sehe hier schon eine. Wir brauchen ein Mikrofon ist nötig, sonst können Sie nicht übersetzt werden. Ja, vielen Dank, Gunnar Demuth. Mein Hintergrund ist Landwirtschaft und Tierhaltung. Und auch Ernährung. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, ob ich sagen entsetzt von der Diskussion, wo neue Institutionen gefordert werden, neue Kooperationen, Recht und Gesetz. Ich behaupte, das Problem kann man nicht institutionalisieren. Das geht nicht an den Punkt. Der Punkt, um den ich meine, es geht um Solidarität. Und das ist gar nicht so komplex, Frau Roth. Solidarität. Das ist ein ganz einfaches Gebot. Solidarisches Leben, solidarisches Handeln in einer Weise, dass man selber bedenkt, was haben meine Handlungen für Konsequenzen. Und das Problem weiter zu verwalten und in Recht zu gießen und meinetwegen einen Pass zu entwickeln, auf dem draufsteht Erdenbürger, das wäre etwas Solidarisches, dass Menschen das Recht haben, zu gehen und zu bleiben, wo immer es geht und wo es für wichtig hält. Denn die wirklich wichtigen Dinge, auf die habe ich gar keinen Einfluss. Wo komme ich auf die Welt? Was ist meine Hautfarbe? Was ist meine Muttersprache? Und Menschen sollten das Recht haben, sich dort zu entfalten, wo sie es wollen.
Und das lässt sich nicht mit Recht und Gesetz und Institutionen und Kooperationen verwässern und vernebeln und verkomplizieren. Es geht einfach um Solidarität. Danke. Solidarität ist wichtig, aber das Recht einzuklagen, meine Rechte, ist auch wichtig. Ich bin nicht entsetzt von der Diskussion, sondern ich bin entsetzt von der Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir auch so diskutieren, weil wir alle noch gar nicht die fertigen Antworten haben. Ich glaube, ich würde jetzt auch nicht von neuen Institutionen reden, sondern wir haben die Chance, da bin ich jetzt optimistisch, dass ganz neue Bündnisse entstehen. Und zwar ganz neue Bündnisse weltweit entstehen. Nicht nur in München, aber da habe ich es auch erlebt. Wenn die Ordensschwester mit dem Seenotretter, wenn die Bauern und Bäuerinnen mit den Unternehmern, also wenn sozusagen die breitesten Bündnisse, die ich jemals in Bayern erlebt habe, auf die Straße gehen und sagen, so geht es nicht weiter, es muss ausgehetzt sein, wir gehören zusammen, wir lassen uns nicht teilen. Und wenn das global angegangen wird, also neue Bündnisse. Es gibt das Bündnis der großen Städte. Es gibt Kooperation zwischen Baden-Württemberg und Kalifornien, weil Kalifornien sagt, den Wahnsinn von Trump, den machen wir nicht mit. Wir haben jetzt schon kein Wasser mehr. Also diese Bündnisse, die zivilgesellschaftlichen Bündnisse, die muss man stärken. Es gibt nebenbei auch eine Ermächtigung inzwischen von Städten weltweit, genau. Praktisch Außenpolitik zu machen. Ja? Genau. Und ich glaube, dass zweitens existieren das tatsächlich, das ist mühevoll, aber das muss auch passieren, dass mühevoll versucht wird, zum Beispiel diesen Global Pact verbindlich zu machen. Es ist mühevoll, aber es muss passieren, dass die Kampala-Konvention, die ist von der Afrikanischen Union vorgelegt worden, dass die verbindlich wird. Dass die UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte endlich verbindlich sind, dass es aufhört, bei uns, das ist vor allem die Bund Deutschland ein Problem, immer auf Freiwilligkeit zu setzen, weil freiwillig passiert nichts. Und dann finde ich, und das habe ich auch von Christoph zum ersten Mal erfahren, was ganz Neues, nämlich Klimaklagen. Klimaklagen. In Berlin haben wir es vor kurzem erlebt, wo Bäuerinnen und Bauern geklagt haben. Das ist formal abgelehnt worden, noch gar nicht inhaltlich. Aber es gibt die Klage des peruanischen Bauerns gegen RWE. Ich meine, da hat man gesagt, was will denn dieser peruanische Bauer jetzt RWE anklagen? Hat sie der alle? Ja gut, in der zweiten Instanz haben sie es nicht mehr so einfach genommen. Und überhaupt, dass das mal Gerichte drüber nachdenken, ja, hat der Bauer, der alles verliert, nicht weil es einen Krieg gibt oder sonst irgendwas, sondern nur weil die Klimakrise da ist, hat er nicht das Recht, Kompensation einzuklagen von denen, die mitverantwortlich sind. Das ist was Neues, da dran zu bleiben. Es hat auch mit Solidarität zu tun, die das Recht einem gibt. Und ich glaube, was wichtig ist, ich habe in den vielen Gesprächen ist immer ein Wort gekommen, und zwar die Würde. Die Würde, dass die Menschen, die jetzt schon anders betroffen sind als Sie und ich, dass die sagen, wir wollen in Würde selbstbestimmt. Wir wollen in Würde leben, wir wollen in Würde auch migrieren können. Und was uns angeht, das dann das Kleingemachte, weil Sie vorher mal gefragt haben, was machen Sie denn? Wir haben ja in dem Antrag auch Vorschläge gemacht, was das für die nationale Gesetzgebung bedeuten würde oder auf der europäischen Ebene, dass man die sozusagen anpasst, die Klimaherausforderungen anpasst in der EU-Anerkennungsrichtlinie. Also subsidiärer Schutz auch für Klimageflüchtete oder die Familienzusammenführung endlich wieder stärken oder humanitäre Visa eben auch für Klimageflüchtete oder viel größeres Resettlement, ein verbindliches Aufnahmekontingent von Menschen oder im Einwanderungsgesetz ein Kriterium, das auch sagt, auch Menschen, die klimabetroffen sind von Vertreibung oder so, haben einen besonderen Zugang zur Bundesrepublik oder zu Europa. Das sind alles viele kleine Schritte. Tschüss, Christoph, wir sehen uns bei der Demo. Ja. Danke an Herrn Balz. Und, der es jetzt in 10 Minuten zum Hauptbahnhof schaffen will. Viel Glück, ja, oder in einer Viertelstunde. Und ich glaube, dass die Kraft da ist. Ich glaube nur, dass die Kraft da ist, dass viele, viele, viele Menschen sehr viel weiter sind als viele in ihren Regierungen und viele, die in ihren Zitadellen der Macht sich eingekastelt haben.
Und das, ehrlich gesagt, vielleicht waren wir Grünen auch nicht laut genug. Also wir haben jetzt überall 40. Geburtstag, aber ich war fast 40 Jahre dabei, eigentlich ja. Ich habe mir vor 40 Jahren auch nicht gedacht, dass diese Frage Umwelt, unsere Christen sagen Schöpfung, dass das Klima, die Klimakrise zu einer Überlebensfrage geworden ist. Und ich glaube, da sind viele, viele Menschen, die Verantwortung ganz anders uns ganz neu verstehen und ganz neu spüren. Und das macht mich optimistisch. Ich sehe keine Wortmeldung. Ah, es hat sich nur keiner getraut während der Rede. Okay, Sie sind dran. Guten Tag, Jonas Wüffler von Miserior. Ich habe eine Frage. Es ist ja kein Wunder, dass wir über die Inselstaaten sprechen, weil das immer so schön ist, sozusagen sich vorzustellen, das sind Staaten, die Nationalstaaten sind und dann sind die weg. Wie ist es denn bei den langsamen Krisen? Ich sehe da mehrere Aspekte. Das eine ist, das sind Regionen, sind eigentlich keine Nationen. Man muss also irgendwelche Regelungen finden für Regionen. Man muss überlegen, traditionelle Lebensweisen werden sich verändern. Das heißt auch eine Begleitung, auch psychosozial, sage ich mal, kommt da vielleicht auch noch dazu. Und schließlich die Frage Operationalisierung. Wie kann man das operationalisieren? Ich weiß, dass das Potsdam-Institut so Überlegungen hatte, wie Ernteausfälle in sukzessiven Jahren zu einem bestimmten Prozentsatz. Ist das eine realistische Option auch für solche langsam schleichenden Krisen? Wer möchte antworten? Who feels like? Also das stimmt natürlich, da haben Sie recht. Das ist das Bild, das wir natürlich häufig nutzen, um die Botschaft rüberzubringen. Aber wir haben natürlich auch angesprochen, dass die Mehrzahl der Migration nicht aus diesen Inselstaaten kommt, sondern als Binnenmigration in Südostasien, in Afrika, in Lateinamerika, in den südlichen Ländern. Also natürlich haben Sie recht, also da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Aber Sie haben natürlich auch recht, dass es so viele unterschiedliche Dimensionen und Aspekte hier gibt, die man auch berücksichtigen muss. Und das ist etwas, was wir auch in den vergangenen 2 Tagen erörtert haben, also wie komplex eine Lösung sein muss. Also es geht nicht nur um das Geld, das habe ich ja schon angesprochen, sondern es geht auch um unterschiedliche Expertisen, also aus vielen verschiedenen Gebieten, um dieses sehr komplexe Thema angehen zu können. Also man muss das Thema Menschenrechte mit einbeziehen, Finanzen, Bildung, kulturelle Rechte, wirtschaftliche Rechte, also viele verschiedene, unterschiedliche Aspekte müssen einbezogen werden. Das fängt an mit der einfachen Anerkennung beruflicher Abschlüsse bis hin zum Recht auf Leben und Freiheit. Also es gibt so viele unterschiedliche Fragen, die geklärt werden müssen. Und das ist der Grund, warum wir auch gesagt haben, dass die Institutionen dies mit einbeziehen müssen. Also ich will jetzt nicht alles institutionalisieren, aber die Institutionen müssen das berücksichtigen und Kooperationen aufbauen, weil natürlich jeder seine eigene Sicht, sein eigenes Fachwissen mit einbringt. Das heißt, also ich kann nur dem zustimmen, was Sie gesagt haben. Noch eine kurze Anmerkung, eine kurze Bemerkung. Eine kleine Sache, die wir machen können, ist vielleicht, dass wir nicht nur an Geld in Bezug auf Entschädigung denken, sondern vielleicht zur Wortwahl Reparationen kommen. Also darum geht es ja beim Klimagerechtigkeitsansatz. Also das sind Bevölkerung, die dieses Problem nicht geschaffen haben. Sie sind nicht dafür verantwortlich. Ihre Situation ist häufig das Ergebnis von historischen Verzerrungen, auch der Kolonialgeschichte. Und diese kleine Veränderung in der Sprache ist, glaube ich, hier sehr wichtig. Und ich möchte noch kurz das aufgreifen, was der Herr gerade angesprochen hat, zur Solidarität. Also ich stimme dem natürlich zu. Und ich denke jetzt nicht, dass das unvereinbar ist, dass man Institutionen aufbaut und die Arbeit institutionell macht, über die wir gesprochen haben, zur Solidarität. Aber ich stimme Ihnen natürlich zu. Das, was Sie sagen, stimmt natürlich. Also ohne bedeutsame Solidarität würde es nur bedeuten, neue Institutionen zu schaffen, neue Orte, an die wichtige Leute mit tollen Jobs fliegen können, um da etwas zu diskutieren. Also es geht wirklich um die bedeutungsvolle Solidarität. Also Sie haben ja auch angesprochen, dass man die Menschen befähigt, das zu tun, was sie
tun wollen. Das kann Migration sein, das kann aber auch sein, dass sie an dem Ort bleiben können, wo sie bleiben möchten. Also es geht darum, dass die Menschen befähigt werden in ihrem jeweiligen Kontext. Zu Ihrer Frage. Zum einen wird sich Ernährung, werden sich die Pflanzen auch ändern. Das passiert ja jetzt schon, dass man versucht, dass mir der auf Fidschi der Bauer sagt, wird von der GIZ mit unterstützt, Untersuchungen, wie kann man Papaya anpflanzen, die klimaresistent sind, weil die alten gehen nicht mehr. Oder der äthiopische Kaffeebauer, die Kaffeebäuerin mir sagt, oder sagen mir, ja, aber äthiopischer Kaffee ist ja für uns eine der wichtigsten Lebensgrundlagen, aber so wie es aussieht, werden genau diese Kaffeepflanzen nicht mehr funktionieren, die werden nicht überleben. Wir brauchen was Neues. Übrigens in Würzburg oder in Augsburg ist es bei unseren Bäumen genau das Gleiche. Braucht man klimaresistente Bäume. Das Zweite, das kann man auch mit Geld nicht. Was passiert eigentlich mit der Identität von Menschen? Was passiert eigentlich, wenn mir der Fischer sagt, die Familie, die ich getroffen habe, auf Fidschi, wo 800 Dörfer schon begonnen wurde, umzusiedeln. Die sind umgesiedelt worden. Und mir sagt der Fischer und weint und sagt, aber mein Großvater, mein Urgroßvater, meine ganze Familie, wir waren Fischer. Immer Fischer. Und wir haben immer am Wasser gelebt. Und unsere Frauen haben die Fische, die wir gefangen haben, verarbeitet. Und jetzt wurden wir umgesiedelt auf die Berge. Es gibt da auch Berge oder sagen wir mal Erhebungen, höhere Erhebungen, Berge. Und jetzt sagt man zu uns, wir sollen Ziegenzüchter werden. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, ist das denn, also war ich ein bisschen ignorant, will ich ehrlich sagen. Dachte ich, Mensch, ihr lebt wenigstens und so. Aber dann habe ich mir gedacht, meine Güte, wie ignorant bist du da eigentlich? Das ist, ist es ein Verlust, ein dramatischer Verlust von Identität, der stattfindet, auf den wir auch keine Antwort haben. Und das Dritte war Verlust von Heimat. Es lohnt sich, mit den Archäologen darüber zu reden. Mit dem Deutschen Archäologischen Institut. Ich habe Frau Professor Flees auch mal an einem runden Tisch gehabt und hat sie gesagt, sie wundert sich, warum die Archäologie da jetzt eingeladen ist. Die Kirchen waren sowieso dabei. Aber dann hat sie gesagt, ja, eigentlich ist das richtig, weil wir beschäftigen uns ja damit, mit Untergehen auch von. Und die haben jetzt unglaublich wichtige Impulse geliefert. Was passiert eigentlich? Welches heilige Land, welche heiligen Städten werden verschwinden? Und was heißt das für uns? Was bedeutet das für uns? Was machen wir damit? Also auch das nochmal viele offene Fragen und Herausforderungen, die wirklich, oder Probleme, die wirklich groß sind. Vielleicht müssten wir diese Identitätsfragen, die weitaus dramatischer sind als die hier verhandelten, mal mit denen konfrontieren. Ja? Also wir reden hier ständig über Identität und Heimat. Ja, genau. Die verschwindet sozusagen im Süden der Welt rasant. Bitte. Thank you so much. Vielen Dank. Ich komme aus Marokko. Und ich glaube, dass ein Teil der Lösung, die erwähnt wurde, dass die Klima, dass diese Lösung nur an die Marge bleiben werden, wenn wir nicht einen globalen Ansatz und globale Lösung finden wollen. Selbst wenn wir an die Anpassung fokussieren und wir würden Gelder dafür bereitstellen, für diese Anpassung auf weltweiter Ebene, das wird nur eine geringe Auswirkung haben, wenn die entwickelten Länder und die Industrieländer die werden Modelle anwenden, die nicht nachhaltig sind. Und einen anderen Aspekt, den ich erwähnen wollte, also zurück zum Klimawandel. Wir haben noch ein anderes Problem, was Migration massiv auslöst. Und das ist diese Direktinvestition von Ausland.
Also viele entwickelnde Industrieländer wie Spanien, Deutschland, Frankreich investieren in Nordafrika in Intensivlandwirtschaft. Und das ist da, um die Märkte im Ausland zu unterstützen, statt die Leute vor Ort. Und die Kleinbauer, die verlieren ihre Länder. Die haben keinen Zugang zu Wasser. Die können nicht die eigene Ernährung produzieren. Und dann werden sie nur Handwerker oder die migrieren in anderen Ländern und nach den Städten. Also diese Direktinvestitionen von Ausland, also ich glaube, das muss korrigiert werden mit anderen Lösungen. Und dass die westlichen Länder vermissen diese Gewohnheiten halten, wenn wir eine nachhaltige Lösung finden werden. Also darauf nicht antworten, oder? Vielleicht zu der Klimafinanzierung. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Es soll ja ab nächsten Jahres, 2020, 100 Milliarden global zur Verfügung gestellt werden. Das reicht vorne und hinten nicht. So. Aber da geht es nur um Adaptation und Mitigation. Über Loss and Damage, was zu Recht die Länder einfordern, die schon ganz viel verloren haben. Also denen helfen für bestimmte Bereiche Anpassungs- oder Schutzmaßnahmen helfen gar nicht, weil die haben schon so viel verloren. Loss und Damage, da überhaupt noch nicht drüber. Bisher gab es auf den großen Klimakonferenzen da immer eine Verweigerung, darüber zu reden. Das ist wirklich ein Riesenthema und wir haben in unserem Antrag auch sehr ambitioniert gesagt, dass Deutschland sehr viel mehr leisten muss, auch finanziell sehr viel mehr leisten muss als Mitverursacher dieser Krise. Zum zweiten Punkt, den Sie gesagt haben, gebe ich Ihnen sehr recht. Und ich wollte nur noch sagen, dass eine Gruppe von Menschen ganz besonders jetzt schon betroffen ist, das sind die Indigenen in Brasilien, aber nicht nur, aber vor allem auch in Brasilien, deren Lebensgrundlagen zerstört werden, niedergebrannt werden und deren Rechte, die sie ja, hier ist er auch nur auf Brasilien, deren Rechte erkämpft worden sind, jetzt von Bolsonaro wieder kaputt gemacht werden. Und es gibt ja Indigene überall auf der Welt, aber in Brasilien ist es gerade ganz besonders offensichtlich 150 Millionen betroffen. Wie stets läuft das richtig jetzt an mit den Fragen? Ich sehe eine Wortmeldung hier, dann Sie und dann Sie. Habe ich jetzt jemanden übersehen außerdem? So, also Wolfgang Protz ist mein Name. Bei der ganzen Diskussion, rechtliche Ebene, politische Ebene, institutionelle, philosophische Ebene, vermisse ich ein bisschen technischen Ansatz. Weil im Grunde, der Herr muss jetzt leider weg zum Bahn, aber was er gesagt hat, dass wir das suchen müssen, den technischen Ansatz, das glaube ich nicht. Ich glaube, den technischen Ansatz haben wir bereits. Es gibt so viele Techniken, die umsetzbar sind, und zwar jetzt, ohne dass sie noch lange überprüft werden müssen. Da muss im Grunde nur das Geld zur Verfügung gestellt werden und die entsprechenden Wege beschritten werden. Dann ist dieser technische Ansatz für mich eine ganz realistische Lösung. Diese Frage, also was heißt Lösung, aber ein Ansatz, klimabedingte Migration, glaube ich nicht, dass sie ohne die entsprechende Technik überhaupt umzusetzen ist. Und deswegen, na gut, wenn ich jetzt loslegen würde hier von Climeworks und Sunfire und Fischer-Tropsch und wer weiß was zu reden, da würde keiner was verstehen. Aber ich würde nur mal die Leute bitten, die jetzt hier sitzen, vielleicht mal drüber nachzudenken, ob es nicht doch wirklich schon der technische Ansatz realisierbar ist und in dem Bereich dann mehr Druck auf die Politik auszuüben. Ich nenne die Grünen immer die Mattgrünen. Warum nenne ich die Grünen die Mattgrünen? Ich will Ihnen sagen, warum ich die Grünen immer die Mattgrünen nenne. Die Mattgrünen, die wehren sich anzuerkennen, dass der Verbrennungsprozess eigentlich nicht das Problem ist, sondern das Problem ist die nicht vernünftige Verarbeitung von CO2. Also CCU heißt Carbon Capture and Utilization. Utilization heißt, man kann CO2 als Rohstoff benutzen. Und da sind die Grünen immer, für mich haben die immer so eine Mauer vom Kopf. Beinahe, das wird ein Thema sein, das können Sie nachher bei einem Wein besprechen. Da machen Sie jetzt ein ganz großes Fass auf. Wenn Sie einverstanden sind, gebe ich, nicht um das abzubringen, ich glaube, es wird wirklich ein Riesending, gebe ich weiter an den Herrn hier vorn.
Thank you very much. My name is Thomas von Karscher. Vielen Dank. Ich bin Thomas von Karscher. Ich wollte nur eine Sache erwähnen hier. Also Migration ist immer mit Armut verbunden. Also ob es mit Klima, also ich komme aus Ostpreußen und wir haben unsere Geschichte verloren. Aber diese Geschichte wird lebend halt. Und weil es ist auch sehr wichtig und man trägt diese Geschichte mit sich hinein. Aber ich würde jetzt, ich würde irgendwas über Kiribati vorschlagen. Es gab Berichte über Kiwi, aber die jüngere Generation müssen migrieren oder auswandern, weil die haben halt keine andere. Aber die Leute in dieser Insel, die wissen nicht, wo sie hin sollen. Die Maldiven, die haben schon die Steuern erhöht, nur um die Migration zu bewältigen. Und es gibt dann diese Neusiedlungsangebote, die gemacht worden sind. Aber es gibt zwei andere Punkte. Und ich denke, dass Klimamigration oder klimabedingte Migration, die Leute, die vertrieben durch Klimawandel sind, die müssen die freie Option haben, zu wandern, wo sie hinwollen. Und wir gehören alle dazu und die Vereinten Nationen müssen das durchsetzen, weil wir sind alle davon betroffen. Und da, wo ich wirklich wütend werde, ist, dass die Leute leugnen den Klimawandel. Diese Leute, ich würde die gern nach diesen Inseln schicken. Also die Leute müssen mehr Erziehung bekommen, um zu verstehen, dass wir gleich vor einer deutlichen Herausforderung sind und dass wir müssen zeitlich darauf reagieren. Wir werden nicht die Frage Lösung unter diese Bedingungen. Das werden wir nicht machen. Und das ist mehrmals bewiesen worden von Statistiken in Europa. Wir sind innerhalb der Grenzen und Deutschland handelt nicht binnen der Grenzen. Also da müssen wir sinnvolle Entscheidungen und Maßnahmen ergreifen. Und nicht nur die Regierung, die Leute die Verbraucher gehören noch dazu. Und die sind auch die tragen da auch mit Verantwortung für die Katastrophe. Und die müssen mehr proaktiv sein, um zu sagen, da können wir auch beitragen. So können wir nicht weitermachen. Und ich glaube, dass die Industrie muss auch die Leute besser informieren. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir eine passende Lösung finden. Wir haben viele Krisen in dieser Welt überwältigt, nach den vielen Jahrhunderten und Jahrhunderten. Aber das ist konditional. Ich glaube, dass wir würden... Diesen Gedanken. Ich denke aber, das Statement können wir so stehen lassen. Wir sind schon weit über Zeit. Ich würde ganz gerne nach 10 Minuten, nach weiteren 5 Minuten jetzt Schluss machen, 9, um auch nicht alle zu überfordern, die hier schon 2 Tage hinter sich haben. Würde aber ganz gerne, ich möchte keine Frage unterdrücken, wenn noch jenseits eines Statements eine Frage an die Panelisten hier oben sind, würde ich das gerne noch annehmen, sonst würde ich mit Ihnen schließen. Genau, Vassili Franco von den Grünen hier in Berlin. Ich habe zunächst eine positive Perspektive auch und dann leider auch eine negative und schließe das mal mit einer Frage ab. Die positive ist, ich finde, wir haben auch schon eine bedeutliche Weiterentwicklung. Wir haben heute super viele Probleme angesprochen, die wir haben bei dem Bereich. Ich weiß noch, als wir das mal in der Grünen Jugend angefangen haben, dann hieß das doch Klimaflucht. Mittlerweile sind wir bei dem Begriff klimabedingte Migration oder Klimamigration, der aus meiner Sicht auch viel treffender ist. Also ich glaube, wir sind schon an ganz vielen Stellschrauben ganz nah dran. Negativ ist gleichzeitig dabei auch der gesellschaftliche Gegenwind. Frau Dernbach, Sie haben es angesprochen mit dem UN-Migrationspakt, das ist mir auch aufgefallen. Ein paar Lösungsansätze stecken auch dort drin. So, Deutschland hat dem ja zugestimmt, das ist ja schön und gut. Die Bundesregierung sagt, wir haben dem zugestimmt, aber wir müssen ja gar nichts davon umsetzen, weil das haben wir schon alles. So, also da fehlt mir die konkrete Lösungsumsetzung. Und da glaube ich, Solidarität ist super wichtig, haben wir vielleicht hier alle im Raum. So, aber viele leider noch nicht. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben die Klimakrise, die ist Realität.
die kann man eigentlich nicht abstreiten. Und genauso ist Migration oder Mobilität in der Globalisierung ist auch eine Realität, kann man eigentlich auch nicht abstreiten. Und deshalb ist so die Frage, wie kriegen wir dieses Thema, das ja eigentlich auch, oder diese Themen, die Realität sind, so wichtig sind, sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die politische Bühne, und zwar, dass wir tatsächlich über Lösungen diskutieren und nicht, wie Herr Balz es genannt hat, dann, wie wir am besten unsere Gated Communities kreieren. Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Antwort. Und das wäre vielleicht auch so eine Frage, wie das aus wissenschaftlicher Perspektive, wie bekommen wir da tatsächlich auch die Bedeutung, die dem Thema angemessen wäre. Jetzt fürchte ich nur, nicht nur, weil wir am Ende der Zeit sind, sondern dass das überhaupt auch eine sehr, sehr große Frage ist, die wir heute Abend nicht mehr lösen können, wie ich überhaupt das Gefühl habe, dass der Berg in diesen anderthalb Stunden nicht so richtig kleiner geworden ist. Vielleicht war meine Hoffnung da auch völlig irreal. Ja? Wie schon viele gesagt haben, wir stehen eigentlich erst am Anfang, diesen Riesenberg abzutragen. Was ich sicher mitnehme, und ich bin allen dankbar, die Dimension des Problems heute Abend noch mal aufgemacht haben, auch wenn Sie mir meine Frage nicht beantwortet haben, wie wir das kommunizieren, sodass es politisch hier umsetzbar ist, aber es ist auch zu groß. Wir machen ein Interview irgendwann im Tagesspiegel. Nehme ich auf jeden Fall mit, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass der Ball ganz klar in diesem Teil der Welt liegt. Wie Sie sagten, es gibt lokale Kooperationen, den schon laufenden dramatischen Wandel irgendwie in den Griff zu kriegen, aber da sind wir immer noch, der Norden der Welt, immer noch außen vor. Wir sind es, die handeln müssen, das heißt, das ist auch ein Auftrag an uns alle. Ich kann nur sagen, vielen Dank für Ihre wirklich gespannte Aufmerksamkeit und Ihr Mittun in der Diskussion. Ganz herzlichen Dank an die hier oben saßen, vor allem an die beiden, entschuldigen Sie, Frau Roth, die beiden Herren, die nun wirklich zwei Tage hinter sich haben, die sehr anstrengend waren. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben viel gelernt. Und wenn ich mich nicht täusche, können wir uns da vorne noch ein bisschen, wer reden will, treffen? Geht? Vielleicht sollte ich das zu. Ja, gerne. Das ist jetzt hier das Gastgeberrecht. Aber vielleicht möchte ich Sie einfach ermuntern, sich von den Publikationen noch was mitzunehmen. Die betreffen nicht unser heutiges Thema, aber das Thema Migration und politische Phrasen wie Fluchtursachen bekämpfen und die gegenwärtig so weit vorangetriebene Rückkehrpolitik, die unser Innenministerium so weit gebracht hat, wie sie jetzt steht. Vielleicht interessiert Sie das auch und einiges andere. Und draußen gibt es auch noch was zu trinken. Und wer sich gerne weiter unterhalten möchte, gerne im informellen Sektor. Vielen Dank an die Panelisten und an die Moderatorin Andrea Dernbach. Schönen Abend noch.